Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ich wollte euch heute mal das Deck zeigen zu dem Buch, was ich erst gezeigt habe. Das war ja hier dieses. Ich bin einfach total entzückt. Ich möchte ja mehr mit dem Mond arbeiten und als ich die Bilder gesehen habe von dem Deck in der Vorschau auf Amazon, habe ich irgendwie immer nur das englische Deck gefunden, habe ich gedacht, nein, das Ding muss ich haben. Also ich habe es mir auch selbst gekauft und ja, hier ist es. Ich finde die Packung schon mal schön aufgemacht. Das ist richtig dicke Pappe und innen ist es auch so schön verziert. Sogar der Boden hat es drin, ne? Ja, hier sehen wir schon ein paar Karten in Vorschau. Die Karten sind von der Künstlerin Nyx Rowan, N-Y-X und dann Rowan, R-O-W-A-N. Die ist auch auf Instagram. Habe ich sofort abonniert. Da zeigt sie auch, wie sie die Karten gemalt hat. Ja, Aquarelltechnik, das sieht man hier bei dem einen Bild sehr schön, hier bei dem Hintergrund, dass das Aquarelltechnik ist. Ja. Die Karten wurden so gestaltet, dass der Hintergrund von den Symbolen des Mondes extra gezeichnet wurden. Ja. Auf einer größeren Papiergröße wie jetzt diese Karte wurde jeweils das getrennt gezeichnet. Ich finde, das sieht man hier gar nicht. Das ist richtig gut bearbeitet. Ich finde auch die Rückseite einfach toll. Sie ist super. Natürlich gibt es auch hier die, den Neumond und alle im Vollmond, genau, alle Sternzeichen, einmal im Neumond, einmal im Vollmond. Dann gibt es natürlich die ganzen Mondphasen, ja, hier zum Beispiel blauer Mond, abnehmender Mond. Ja. Die Karten, wie man sieht, die kleben noch, ja, die sind ganz neu. Dann was haben wir denn jetzt noch hier? Ja, zum Beispiel Vollmond in den Fischen. Da klebt auch noch eine Karte hin dran. Die fühlen sich auch richtig schön an. Hier die Sonnenfinsternis, ja. Das hatte ich ja gerade gezeigt. Der Neumond an sich. Ich werde mich irgendwann mal in das Deck hineinarbeiten und dann auch natürlich berichten, wie das so ist. Vielleicht zeige ich auch mal einige Beispiele. Es gibt auch ein kleines Büchlein dazu in einer ja richtigen Buchqualität, nur in kleinem Format. Ja, also es ist schon ein hochwertiges Büchlein. Da sind die Karten dann drin. Ja, das Ganze sieht so aus, alles ein bisschen größer. Das ist jetzt hier, Moment, der Teil. So, der dicke Teil, hier sind die Karten. Alle Karten, die das Deck hat. Und hier vorne sind Erklärungen. Ja? Einfach allgemeine Erklärungen, auch zu Karten allgemein. Und dann die Legungen und Beispiele und auch zu den Elementen, ne? Die drin vorkommen. Wie man mit den Karten vorgeht. Ja, wenn man ein neues Kartendeck hat, dann kann man das reinigen und weihen und aufladen und kann es unter das Kopfkissen legen, um es mit der eigenen Energie aufzuladen und, und. Ja? Ich bin richtig happy. Wie gesagt, ich hatte das nur auf Englisch gefunden. Der Buchladen hat es letzten Endes gehabt. Nur das eine noch habe ich dann gleich mitgenommen. Ich meine, das waren 22 Euro. Das ist ein sehr guter Preis, vielleicht sogar ein ziemlich günstiger Preis für ein so hochwertiges Kartendeck, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht überteuert, meiner Meinung nach. Es ist handgemalt, ja, aufwendig gemalt, mit Aquarelltechnik, ja, wenn man sich da ein bisschen auskennt, weiß man,
Aquarelltechnik ist allein schon deswegen aufwendig, wenn man mehrere Schichten zeichnen möchte, farbig, ja, muss man immer erst warten, bis eine Schicht trocken ist. Und wenn man dann mit der anderen Farbe drüber geht, löst sich halt doch wieder was von der anderen, weil das nämlich wasserlösliche Farben sind, also Aquarellfarben. Ja, das dazu, das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Wer von euch hat das schon? Wer hat es benutzt? Würde mich interessieren. Ich freue mich total. Und wir sehen uns dann auch wieder in einem anderen Video. Bis dahin. Tschüss.